Da schau! Blöde Wichser. Schön, dass da gerade einer lang geritten kam. Ganz toll wieder, Kamera. Gut, dass man die nicht selber drehen kann. Das ist so lästig. Immer und immer wieder, ne? Ohne Witz. Rettet mich. Ist jetzt schon so oft passiert. Wegen der Kamera, ey. Bald seid ihr frei. Voll nervig. Sie hätten mich fast getötet, mein Herr. Danke. Ihr seid frei. Sucht euch ein sicheres Versteck. Es gibt keins. Die Mongolen griffen viele von uns an der Kreuzung auf. Sie kontrollieren das ganze Gebiet. Nicht mehr lange. Dafür sorge ich. Gut, vom Porto freischalten. Da hinten. Die haben dich aber sehr weit weggeschleppt, du. Haben wir den schon? Nee, ne? Nee. Vielleicht sollten wir auch erstmal so diese einzelnen Lager hier machen. Weil die decken halt immer ein ganz großes Gebiet auf, ne? Da müssen wir da nicht lange rumsuchen. Aber erstmal folgen wir dem Schreinerweg hier. Wo ist er denn? Falsche Richtung, ne? Falsche Richtung. Boah, überall sind die Mongolen, ey. Das ist ja schlimm. Ich meine, klar ist das letzte, ist die letzte Karte quasi. Aber das ist ja schon hart übertrieben. Du kannst ja keine 3 Meter mehr weit gehen, ohne auf irgendwelche Mongolen zu treffen. Hm, natürlich haben wir das Ding abgebrannt. Uff. Jetzt, vor allem jetzt ist das irgendwie noch schwieriger zu sehen hier. Weil ja auch noch alles weiß ist. Allein, wie gesagt, allein vorhin die Gegner durch das schneebedeckte Hauserdach zu sehen, war quasi unmöglich. Ach du Scheiße. Das ist immer so das Erste, was die Mongolen machen. Ne? Die kommen in ein Gebiet, suchen alle Schreine und fackeln dann erstmal die Brücke auf. So, guck mal, wie weit das Ding noch weg ist. Die ist da hinten, glaube ich. Ach Gott. Übertreib's halt, Spiel. Der war knapp. Hallo. Darüber? Im Leben nicht.
Der, wie soll der das? Darüber kann ich doch im Leben nicht springen. Kann ich doch. Okay, ja, sorry. Sah sehr weit aus. Aber war anscheinend etwas tiefer gelegen, deswegen ging noch. Das hat alles nur um eine Runde abzubieten. Noch eine kaputte Brücke. Dann gehen wir die Mongolen auf den Sack mit ihrem scheiß ganzen Brücken abfackeln hier. Muss ich nicht da irgendwo rüber? Alter. Übertreib's halt mal, ne? Junge, 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 da wird ja mal schlimmer hier mit der Schreine, du. Die Wege werden ja immer weiter, die ich hüpfen muss. Da lang, ja. Alter Schwede. Sind wir jetzt mal da? Wir sind da. Gut. Na, endlich. So. Wo ist mein Abbiegen hier? Ah, ja, stimmt. Kann mich ja. Oh, das geht aber. Ich glaube, mein Schuh ist kaputt. Der biegt sich so weit nach hinten. Ich glaube, das soll nicht so. Ich glaube, ich brauche einen neuen. Der ist eh schon ein bisschen unbequem. Muss mir bald mal einen neuen kaufen. Talisman von Nigihayahi no Mikoto. Talisman des Himmelskamis. Was macht die Gerät? Verursacht bei voller Gesundheit mittleren Bonusschaden. Ja, wäre ganz gut, aber brauchen wir nicht, ne? Wo haben die denn her? Ne, wir sind doch nicht gut, ne? Pfeile treffen lautlos, Windglocken verstreuen Gift, das ist gut. Ja, das kann man so lassen, Gil. Vielleicht will man auch noch, muss ich mal nach dem Stuhl gucken. Der geht ungewohnt weit zurück. Ich lehne mich jetzt nicht nochmal zurück, sonst breche ich hier gleich wahrscheinlich zusammen, Alter. Okay. Huch. Wie viel haben wir? 2 von 15. Ach du Scheiße. Okay, jetzt müssen wir dahin. Mal gucken. Mal dahin, das ist noch ein fragendes Zeichen auf jeden Fall. Noch mitten durchs Gestrüpp so ein bisschen. Überall sind Bären und Mongolen. Bin mir nicht sicher, ob ich das gut finden soll. Wir machen mal so ein bisschen Querfeld ein, weil die Fragezeichen sind ja eh nicht auf dem Weg. Sondern die sind halt gut verteilt. Cool. Tiere. Hier oben? Oh ja, Säule der Ehre. An der wir eigentlich nichts mehr zu suchen haben, weil wir sind ja nun nicht gerade ehrenhaft. Azurdrache. Dankeschön. Hm. Kann ich von hier irgendwo was sehen? Nee, ne? Da unten will ich hin. Da hinten. Das sieht aus wie ein großes, rotes Haus. Oh, da ist noch ein Leuchtturm. Oder haben wir den schon? Den da? Nee, den haben wir auch noch nicht. Okay, dann müssen wir jetzt den holen. Ich sehe den nämlich gerade. Dann holen wir erstmal den Leuchtturm. Ein bisschen passender, dann können wir gleich noch ein Gebiet aufdecken hier unten. An diesem Weg.
Und dann müssen wir nämlich nur noch einen Leuchtturm holen. Dann haben wir nämlich alle. Natürlich auch gibt es hier wieder Mongoletten. Ja, ja, ja. Ich reite mal, versuche mal vorbeizureiten. Ja, die sehen mich. Aber bin schneller hier weg. Geschwind wie der Wind. Gibt's hier irgendwas? Nö, ne? Er sucht mich. Dann gehen wir mal hoch. Und entzünden das Ding mal. Und Banner. Banner. Die Vorräte, die lasse ich mal liegen. Wir haben da, glaube ich, genug. Ja, 2700, schieß mich tot. Sollte ja reichen. Muss, glaube ich, eh nichts mehr aufmaxen. So, mal ein anderes Ding. Und dann brauchen wir nur noch einen. Dann haben wir die schon mal fertig. Oh, hier gibt es auch noch was. Direkt da unten. Okay. Und was denn? Ein Bambus. Starrhand. Sehr gut. Okay. Oh, das ist aber eine doofe Tastenkombi. Was? Boah. Okay. Oh Gott. Fast. Jawohl. Haha. Übung macht den Meister. Oh, doch zwei. Dann haben wir, glaube ich, auch das Max an Entschlossenheit. Und da unten ist noch ein Fuchs. Hier sonst noch irgendwas, wenn ich gerade so gucke. Vielleicht noch eine Säule der Ehre oder sowas. Da hinten. Das könnte auch ein Schrein sein. Ansonsten sehe ich erstmal nichts weiter. Oh toll, der Fuchs ist dann gleich wieder im hohen Gras verschwindibust, ne? Ja, das geht ja hier Schlacht auf Schlacht. Aber das Gute, dann brauchen wir nicht so ewig lange. Hallo, zeige mir Fuchsibau. Los, lauf. Bitte so, dass ich dich sehen kann, ja? Nicht einfach verschwindibussen. Oh Gott. Da ist er. Da sehe ich ihn. Wenn er da oben gleich irgendwo abbiegt, dann ist er weg. Ah, gut. Kann nicht mehr, bitte warte. Er wartet, sehr gut. Ist das da hinten? Sieht fast so aus. Ja, da ist es. Verschwinde, du Schwein! Sind wir angriffslos hier? Hallo? Ich möchte gerne abbeten. Ich kann... Hä? Jetzt. Sehr ungünstige Position. Und dann brauchen wir immer noch vier. Oh, einmal den Fuchs. Gefühlt ist heute sehr ruhig, ne? Also auch wenig Musik und so. So, lass mal gucken. Dann hätten wir unten noch eine unaufgedeckte Ecke. Ist dann irgendwo da? Gehen wir mal kurz hin.
Aber hier ist, glaube ich, irgendwo nichts weiter. Hier sollte hier nichts sein. Mein möglich ist alles. Ne, so ist es ja nicht. Kann natürlich immer noch sein. Aber sieht nicht so aus. Ne, ich glaube, da brauchen wir auch nicht weiterlaufen. Gut, dann hier wieder lang. Hoppelgaloppel. Hoch auf das Viech und auf geht's. Noch runter zum Dorf. Da oben war die Säule der Ehre. Da haben wir dann den Leuchtturm gesehen. Wir können eigentlich auch da unten lang reiten durch das Gebiet. Da auf Mongolencamp oder sowas. Den Fuchsbau hatten wir. Ja, endloser Wald. So endlos ist der jetzt gar nicht mehr. Das könnte ein richtiges Lager sein oder nur so ein. Nur noch 15er herlaufendes Ding. Ne, ist richtig, okay. Mit General und allem drum und dran. Und Hunden. Da hinten ist auch noch einer. Hier sind noch mehr Hunde. Da ist auch noch einer. Echt jetzt? Na, hat der Hund wieder mehr Glück als Verstand, wa? So, Kollege, regel mal. Regelt er noch? Hä? Wieso treffe ich denn die Hunde nicht? Oh Mist, der hat mein Pferd aufgenommen. Ach Mist. Okay, irgendwer schießt hier auf mich, das finde ich nicht gut. Komm her. So.
Okay, Rauchbomben sind auch gut. In einer kleinen Gruppe auf jeden Fall. Noch mehr? Nee, ne? Das waren alle. Jo. Hä? Ist die Öffnung? Da. Und meine Kutte vibriert. Den Glocken voll. Nehmen wir trotzdem alles mit, was in jedem nagelfest ist, ne? Das haben wir uns nämlich verdient. Irgendwo hier vibriert es. Ziemlich heftig sogar. Auch nicht. Wo ist es denn? Oh, dieses Gesuche ist so lästig manchmal, ne? Hier. Ein Obo. Der Obo, ein heiliger Steinhaufen, der häufig als Altar oder Schrein genutzt wird, ist Teil der religiösen Praktiken der Mongolen. Das Steingebilde umfasst manchmal auch einen Stab, an den die Gläubigen einen blauen Zeremonienschall binden, der Kata genannt wird. Er symbolisiert den offenen Himmel von Tengri oder Tenga, dem obersten Gott des Volkes der Mongolen. Ja, super. Jetzt wissen wir auch mal, was das ist. Trotzdem haben wir hier schon ewig keine Kisten mehr gefunden. Ich meine, ist nicht so, dass wir sie brauchen würden, aber ich sag mal, besser haben als brauchen, gell? Gut. Auch kein fragendes Zeug in der Nähe. Das ist ja Verrat hier so. Und die Richtung stimmt. Komm her. Da drüben ist ein Dorf. Und dann mal wollen wir hier lang. So, dann kann ich eigentlich mal den hier markieren. Müsste da hinten bei dem Baum eigentlich sein, ne? Frage ist, gibt es hier Mongolen oder nicht? Da oben auf jeden Fall. Und hier unten? Da ist eine Truppe. Ich bin ja quasi nackt hergerufen. Ich tue mal unauffällig hinterher reiten tun. Da waren es nur noch drei. Das war das. Ich soll auch mehr Schwarzpulverbomben benutzen, glaube ich, ne? So, irgendwo hier sind noch. Da, irgendwo sind noch Vibrations. Wahrscheinlich hier drin. Ja, hier vibriert es auf alle Fälle wieder. Da. Aufzeichnung. Abschied.
Zuerst dachte ich, ich würde träumen. Ich bin morgens oft weit weg von meinem Bett aufgewacht, ohne zu wissen, wie ich dorthin gekommen bin. Als ich also aufwachte und den heiligen Yorishiro-Baum brennen sah, dachte ich, das wäre ein Albtraum. Aber es ist real. Der ganze Wald steht in Flammen. Es gibt keinen Ausweg mehr. Auch diese Nachricht wird verbrennen, also schreibe ich meinen letzten Wunsch nieder. Ich habe euch immer geliebt, Terut. Terute. Mich nur nie getraut, es euch zu sagen. Vielleicht wird der Wind die Asche zu euch tragen und euch meinen letzten Wunsch im hohen Gras flüstern. Okay. Auf Bombe. Gut, ansonsten sind hier anscheinend keine Mongoletten mehr. Hinter dem Baum, ne? Autsch. Super, danke. Und gleich mal wieder Heilung. Ach nee, eine Säule der Ehre war hier. Stimmt, ich erinnere mich. Hab ja gesehen, bevor wir zusammengebrochen sind. Da vorne ist auch noch ein Bambusstand. Gerade schon gesehen. Zack. Mitternachts Hanabi, danke. Und dann haben wir ihn hier noch. Das geht noch. Oh, das geht meistens. Okay. Okay. Oh Gott, da muss ich mitzählen, ne? 2, 3. Boah, beim ersten Mal. Hua! Oh, der war leicht. Der war tatsächlich leicht. So, da hinten brennt Fire. Hey, nicht pausieren. So, hier gibt es sonst nichts für uns. Ich würde gerne eigentlich den Weg zurück hier noch nehmen. Durch den endlosen Wald. Alleine, um dann hier quasi das Restgebiet aufzudecken. Und dann können wir mal so ein bisschen... Dann würde ich... ihn hier machen. Warum können wir eigentlich hier nicht schnell reisen? Müssen wir zum Leuchtturm hin, ne? Also hier unten das Stück möchte ich gerne aufdecken. Dann haben wir das, die ganze Ecke hier zumindest mal. Und da vorne können wir noch ein Örtchen aufdecken. Traut euch nur! Ja, ich weiß, ich habe die Tracht des Reisen, ist aber egal. Werde ich wahrscheinlich eh verbocken. So wie ich mich kenne. Wahrscheinlich wieder gleich einer durch die Kamera reitet oder der scheiß Vogel mich ablenkt. Wo ist der Bogenschütze? Eigentlich noch ein Bogenschütze? Jetzt hat der blöde Vogel mich abgelenkt. Oh Gott, ich bin so doof. Bitte, helft mir. Muss mich mehr konzentrieren. Ach, hier ist der Bogenschütze. Ach, den habe ich so weggeschmettert. Alles klar. Ich helfe dir mal, ne? Alles wird wieder gut.